Innerhalb eines Wahlpflichtbereichs, in dem Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Eltern die Möglichkeit der eigenen Orientierung gemäß ihrer Religionsfreiheit haben. Jetzt wird gesagt, wir machen beides. Das ist in dieser Form natürlich ein Hinwegtäuschen über die Realität. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 aufwärts ist es unglaublich schwer, zusätzlich zum Ethikunterricht auch noch Religionsunterricht zu wählen. Ich war heute Morgen eine Stunde lang in einem Radio-Live-Interview, in das die Hörerinnen und Hörer hineintelefoniert haben, und die haben natürlich in großer Zahl gesagt, das ist doch eine Verhöhnung der wirklichen Situation der Schülerinnen und Schüler, die dann nachmittags um 3 Uhr oder um 4 Uhr zusätzlich Religionsunterricht belegen sollen. Der Respekt vor den Schülerinnen und Schülern gebietet, dass man ihnen für Religionsunterricht eine faire und eine gleichberechtigte Chance bietet. Bleibt das Argument, das behauptet wird, wir würden die Klassen dann aufspalten, wir würden die Klassengemeinschaft auflösen und das sei nicht integrationsfördernd. Wenn das richtig wäre, dann wären Städte in Deutschland mit einem wesentlich höheren Ausländeranteil als Berlin integrationspolitisch schlechter dran als Berlin. Mainz, Offenbach, Duisburg und andere Städte würden dann sozusagen hinter Berlin rangieren. Das ist ganz offenkundig nicht der Fall. Wir kennen inzwischen auch den Grund dafür. Religionsunterricht, der Schüler sprachfähig macht im Blick auf eine Tradition, bietet gleichzeitig die beste Basis dafür, andere Traditionen, andere Religionen verstehen zu können. Eine Untersuchung der Humboldt-Universität hat das nachdrücklich gezeigt. Wir haben zusätzlich wieder und wieder vorgeschlagen, dass es Kooperationsphasen zwischen Ethik und Religion gibt, wo dann sozusagen Schülerinnen und Schüler wirklich auf der Basis eigener Kenntnis, eigener Argumentationsfähigkeit miteinander in einen Dialog eintreten können. Das integrationspolitische Argument ist also realistisch betrachtet auf der Grundlage empirischer Kenntnis genau umgekehrt. Der Weg, den wir vorschlagen, ist auch für eine multikulturelle, religiös plurale Stadt der richtige Weg. Deswegen glaube ich, dass die Diskussion, so wie ich sie miterlebt habe, auch aufgeschlossen für neue Argumente eindeutig gezeigt hat, dass dieses Modell das zukunftsfähige Modell ist. Das, was Berlin im Augenblick tut, ist Anachronismus, beruht in seinen grundlegenden Überzeugungen von der Vorstellung, Religion stirbt ohnehin ab. Ihr einen Ort in der öffentlichen Schule zu geben, ist nicht mehr notwendig, weil sie keine öffentlich relevante Rolle mehr spielt. Die Kampagne als solche hat auch für die Stadt Berlin eindeutig gezeigt, und das bleibt ein wichtiger Ertrag, dass Religion ein öffentliches Thema ist und dass viele Menschen das gemerkt haben und sich daran auch aktiv beteiligt haben. Bleibt im Übrigen noch das Argument der Kandidatin für das höchste Amt in unserem Land, Religionsunterricht an der öffentlichen Schule vertrage sich nicht mit einem laizistischen Schulkonzept. Das mag ja so sein, nur haben wir in Deutschland kein laizistisches Schulkonzept. Die Kandidatin müsste zunächst einmal eine Verfassungsänderung herbeiführen, wenn sie wollte, dass in Deutschland statt des Systems der wechselseitigen Unabhängigkeit von Staat und Kirche bei Anerkennung der öffentlichen Wirksamkeit von Kirche, wenn stattdessen ein laizistisches System herrschen sollte, was die Religion in den Status einer Privatsache drängt und folgerichtig aus der Schule verdrängt. Das ist nicht die Verfassungswirklichkeit und das Verfassungsgebot in Deutschland. Und insofern muss man sagen, hier wird etwas vorgeschlagen, was mit der Grundordnung unserer Verfassung nicht vereinbar ist. Wir möchten diese Grundordnung stärken, wir möchten sie stützen, wir wollen dazu auch beitragen durch einen ordentlichen Religionsunterricht, einen Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach, auch an den Berliner Schulen. Das ist das Ziel, und ich bin dankbar dafür, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich dieses Ziel zu eigen gemacht haben. Am Sonntag ist es dann ganz einfach, da reicht dann das Kreuz beim Jahr.